1732 ist das Geburtsdatum unseres Betriebes. Man denke, Maria Theresia war damals ein kleines Mädchen, um sich die Zeit besser vorstellen zu können. Dieser Betrieb war damals ein reiner Posamentriebetrieb mit Werkstätte. Posamenten sind Quasten, Fransen, Zierschnüre, die man heute nicht mehr in dem Maße braucht. Denken Sie an das Militär. Das Militär hat heute andere Uniformen wie damals. Das war ein Hauptabnehmer und somit müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass dieses Produkt nicht mehr in dem Maße gebraucht wird. Es war notwendig, andere Produkte anzubieten, um diesen Betrieb weiter entsprechend lange führen zu können. Wir denken hier an die Handarbeiten, an das Nähzubehör, das bei uns angeboten wird, an die Strickwolle, die angeboten wird. Und letztendlich, was mir besonders Spaß macht, weil ich das als Hobby betreibe, die Spieluhren in unserem Betrieb. Diese Spieluhr, die ich jetzt in der Hand halte, hat eine Walze, hat den Kamm, mit der gestimmt ist, und die Walze bedient über die Stifte den Kamm. Dem traditionellen Flair unseres Betriebes entsprechend haben wir natürlich auch eine alte Registrierkasse. 100 Jahre hat sie am Buckel, sie ist brav und funktioniert immer noch tadellos. Und unsere Kunden freuen sich jedes Mal, wenn sie anstatt piepsen ordentlich rumpeln kann.